Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video von Lightyear Frontier. Wenn ihr mal auf eurer Karte schaut, oben rechts seht ihr das Gebiet, wo die drei Fragezeichen sind. Wenn ihr einmal über dieses Wasser rüberkommt, dazu gibt es dann nochmal eine separate Anleitung von mir. Dazu benötigt ihr nämlich erstmal die komplett aufgedeckte Karte im unteren Bereich und ihr müsst noch ein paar Rätsel lösen und könnt euch dann einen zusätzlichen Schub holen, mit dem ihr übers Wasser gleiten könnt. Habt ihr all dies gemacht? Dann könnt ihr euch zu dem Bereich hier oben bei den drei Fragezeichen bewegen. Und wie wir da die 100% der Ruinen bzw. der Artefakte bekommen, das seht ihr jetzt. Wir holen jetzt alle 16 Artefakte in der Tornadofelsinsel, um den Ladedock freizuschalten. Ich muss allerdings eine kleine Anmerkung machen, und zwar ist das eine Aufnahme vom Let's Play. Das heißt, dass der Epi mit dabei sein wird und dass das Ganze nicht ganz so professionell aussehen wird, wie es normalerweise bei mir ist. Das liegt leider daran, dass ich privat noch nicht diese Insel mit den drei Fragezeichen, sage ich mal, freigeschaltet habe und dementsprechend mit meinem anderen Spielstand noch kein Video dazu machen möchte. Um euch aber nicht im Unklaren zu lassen, wo sich jetzt alle 16 Teile befinden, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich die Aufnahmen so zusammenschneiden werde, dass ihr auf jeden Fall das Ganze gut nachvollziehen könnt und dass ihr natürlich selbst dann auch entsprechend alle Artefakte finden könnt. Viel Spaß! Ihr findet die Stelle, die wir benötigen, genau hier oben, wo die Markierung mit dem Pfeil ist, auf der Tornadofelsinsel. Das erste Artefakt hatte der Epi leider schon aufgenommen. Das würde sich hier direkt zwischen den zwei großen Lagerkisten befinden. Das zweite Artefakt ist dann hier an der Stelle hinter der Leiter zu finden. Dann geht ihr links am Wasser vorbei, bis ihr ja so eine Art kleinen Turm in Anführungszeichen findet. Da könnt ihr rechts auf der Kiste ein Artefakt finden. Da könnt ihr entweder hoch springen an der Seite oder so wie ich es jetzt gemacht habe, immer hoch runterspringen, um das Ganze zu kriegen. Dann gibt es noch ein Artefakt unten drunter, direkt neben der Leiter. Und es gibt noch ein weiteres Artefakt da, wo der Epi jetzt hochgeflogen ist, nämlich über die Kisten links einmal hochfliegen bis zu diesem mittleren Teil, diesen sogenannten Turm. Und da befand sich dann das fünfte Artefakt. Danach müsst ihr dann nach links in diese, ja, ich sag mal, diesen abgetrennten Bereich gehen. Um besser voranzukommen oder um überhaupt reinzukommen, müsst ihr euch dann klein machen. Da könnt ihr dann, so wie der Epi geht, einmal oben über diese Rampe rübergehen und einmal rüberspringen. Nur nicht abrutschen, wie er es jetzt getan hat, sondern am besten oben drauf bleiben. Da befindet sich das sechste Artefakt und das siebte ist direkt unter der Rampe drunter. Wenn ihr euch nun weiter nach links bewegt, einmal hier so drüber hüpft und dann, ich fand am einfachsten, einmal über dieses Blech drüber hüpft, da könnt ihr links diese großen Klotze sehen, da wo der Epi jetzt gleich drauf hochspringen wird. Und da ist links oben auch nochmal eins zu finden. Das wäre dann das achte Artefakt. Wenn ihr euch das dann geholt habt, dann geht ihr einmal nach unten und links herum und direkt hier um die Ecke findet ihr dann auch schon das neunte Artefakt. Um das zehnte zu entdecken, müsst ihr euch einmal umdrehen, weil direkt auf diesem Container oben liegt es. Das heißt, ihr müsst dann einmal um die Ecke laufen und könnt dann hier bei den Steinen hochspringen und könnt euch das Artefakt oben holen. Einfach rüberspringen und das Artefakt holen. Mit diesem Bereich seid ihr nun fertig und könnt euch an der Küste weiter entlang bewegen. Einmal über die Inseln hüpfen und wie ihr jetzt gleich links sehen werdet, wo der Epi steht, da ist noch ein weiteres Artefakt. Und auch bei uns in der Nähe hier, wo diese Palme ist, ist auch noch ein weiteres Artefakt. Das wäre dann die Nummer 12. Leider konnte ich die nicht aufheben, ohne die Flatterpalme
Blattpalme erstmal kaputt zu machen. Das nur als kleiner Tipp. Dann könnt ihr euch auch das 12. Artefakt sichern. Und ihr seht schon, direkt auf der gegenüberliegenden Seite ist der Epi gerade hingeflogen. Da gibt es dann das 13. Artefakt. Das liegt hier so auf diesem Müllhaufen, sage ich jetzt mal, drauf. Wenn ihr nun auf der gleichen Seite den Strand etwas weiter entlang lauft, dann seht ihr hier diesen, ja, ich sag mal Schrotthaufen auf der rechten Seite halb im Wasser hängen. Da findet ihr direkt das 14. Artefakt vorne an der Kante, wo der Epi jetzt gerade rübergeflogen ist. Und ihr findet noch ein weiteres Artefakt, was wir aber erst später eingesammelt haben. Und zwar findet ihr das eigentlich 15. Artefakt, indem ihr aus dem Mesh rausgeht und in den vorderen Bereich, der näher am Wasser liegt, reingeht. Und da, ja, könnt ihr euch das Ganze dann holen. Um euch das letzte und 16. Artefakt zu sichern, müsst ihr wieder zurück links an der Küste entlang, wo ihr über die Insel so drüber gesprungen seid. Wieder in Richtung von diesen Lagerkisten und den Palmen rüberspringen. Und da, wo der Epi jetzt gerade da hinten steht, da ist eine ziemlich große Insel. Das ist ein bisschen tricky, da hinzukommen, aber mit ein bisschen Übung und immer wieder mal kurz Anlauf nehmen, schafft ihr das auf jeden Fall. Da müsst ihr dann hinspringen und gleiten. Und hier rechts im Bild seht ihr schon das letzte gesuchte Artefakt. Der Epi sammelt das jetzt ein. Ich hoffe, dass dieser kleine Guide euch weiterhelfen konnte. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.